Ich möchte Ihren Verband wechseln. Ich möchte Ihren Verband wechseln. Es ist Zeit für einen Verbandswechsel. Es ist Zeit für einen Verbandswechsel. Frau Mustermann, ich möchte Ihre Wunde am rechten Bein versorgen. Frau Mustermann, ich möchte Ihre Wunde am rechten Bein versorgen. Tut Ihre Wunde weh? Tut Ihre Wunde weh? Haben Sie Schmerzen an der Wunde? Haben Sie Schmerzen an der Wunde? Haben Sie weniger Schmerzen? Haben Sie weniger Schmerzen? Haben Sie mehr Schmerzen an der Wunde? Haben Sie mehr Schmerzen an der Wunde? Wie stark sind die Schmerzen? Wie stark sind die Schmerzen? Ich mache gleich den Verband ab und sagen Sie mir, ob es weh tut. Ich mache gleich den Verband ab und sagen Sie mir, ob es weh tut. Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl und stellen Sie den Fuß auf den kleinen Hocker. Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl und stellen Sie den Fuß auf den kleinen Hocker. Ich mache jetzt den Verband ab. Ich mache jetzt den Verband ab. Ich muss die Wunde zuerst spülen. Ich muss die Wunde zuerst spülen. Ich verwende jetzt die Wundspüllösung zur Reinigung der Wunde. Ich verwende jetzt die Wundspüllösung zur Reinigung der Wunde. Ich reinige jetzt die Wunde. Ich reinige jetzt die Wunde. Die Wunde sieht besser aus. Die Wunde sieht besser aus. Die Wunde sieht unverändert aus. Die Wunde sieht unverändert aus. Die Wunde sieht leider schlechter aus. Die Wunde sieht leider schlechter aus. Der Arzt muss sich zuerst die Wunde anschauen. Der Arzt muss sich zuerst die Wunde anschauen. Der Arzt muss zuerst einen Blick auf die Wunde werfen. Der Arzt muss zuerst einen Blick auf die Wunde werfen. Ich muss die Wunde Arzt zeigen. Ich muss die Wunde Arzt zeigen. Die Wundbehandlung wird mit der Wundexperte konsultiert. Die Wundbehandlung wird mit der Wundexperte konsultiert. Ich mache einen Wundabstrich. Ich mache einen Wundabstrich. Die Wunde ist kleiner geworden. Die Wunde ist kleiner geworden. Die Wunde ist größer geworden. Die Wunde ist größer geworden. Die Wunde ist 3 cm lang, 2 cm breit und 0,5 cm tief. Die Wunde ist 3 cm lang, 2 cm breit und 0,5 cm tief.
Der Wundgrund ist feucht, glänzend und gut durchblutet. Der Wundgrund ist feucht, glänzend und gut durchblutet. Der Wundgrund ist immer noch gelblich belegt. Der Wundgrund ist immer noch gelblich belegt. Der Wundgrund ist gelbbraun belegt. Der Wundgrund ist gelbbraun belegt. Der Wundrand ist mazeriert. Der Wundrand ist mazeriert. Der Wundrand ist gut begrenzt. Der Wundrand ist gut begrenzt. Die Wundumgebung ist unauffällig. Die Wundumgebung ist unauffällig. Die Wundumgebung ist gerötet und überwärmt. Die Wundumgebung ist gerötet und überwärmt. Das Wundexudat ist serös und blutig. Das Wundexudat ist serös und blutig. Die Wunde exudiert immer noch viel. Die Wunde exudiert immer noch viel. Der Wundgeruch ist nicht mehr vorhanden. Der Wundgeruch ist nicht mehr vorhanden. Das Wundexudat riecht nicht mehr. Das Wundexudat riecht nicht mehr. Das Wundexudat riecht immer noch stark. Das Wundexudat riecht immer noch stark. Ich möchte jetzt ein Foto von der Wunde machen. Sind Sie damit einverstanden? Ich möchte jetzt ein Foto von der Wunde machen. Sind Sie damit einverstanden? Die Wunde möchte ich noch fotografieren. Sind Sie damit einverstanden? Die Wunde möchte ich noch fotografieren. Sind Sie damit einverstanden? Ich lege jetzt eine neue Wundauflage auf die Wunde. Ich lege jetzt eine neue Wundauflage auf die Wunde. Der Verband wird alle 2 bis 3 Tage gewechselt. Der Verband wird alle 2 bis 3 Tage gewechselt. Die Wundauflage werde ich mit Mullbinde fixieren. Die Wundauflage werde ich mit Mullbinde fixieren. Ich mache noch ein Pflaster auf den Verband. Und jetzt bin ich fertig. Ich mache noch ein Pflaster auf den Verband. Und jetzt bin ich fertig. Die Wunde ist geheilt. Sie brauchen keinen Verband mehr. Die Wunde ist geheilt. Sie brauchen keinen Verband mehr.